Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind im Mythisch Plus unterwegs, heute Tazar Vesh, Suleas Schachzug, mein, ja, fast schon, ich Idiot, mein fast schon Lieblingsdungeon, mehr oder weniger, bis ich dann verrecke. Das war wunderbar gemacht, schön im Kampfrausch mit CDs verreckt, good job Gisex. I like. Wenn dessen der Mage mit seinen 168k DPS, kann man mal machen. Er gönnt sich auf jeden Fall. Oh shit. Okay, die tun doch ziemlich weh mittlerweile auf Bolstering. Beziehungsweise die sind relativ, relativ spicy. Aber gut, ist jetzt egal. Beziehungsweise juckt mich jetzt nicht wirklich. Es sollte an und für sich trotzdem reichen. So schwer ist die Geschichte jetzt hier auch nicht. Weswegen ich das Video auch aufnehme, ist Grüße an RottiDogLock, .lock, und Nami, die Viewer sind. Also wir haben uns zufällig getroffen in der Inni, aber nichtsdestotrotz coole Sache, jemanden zu treffen hier. Und ja, ich hoffe auf eine gute Inni. Beziehungsweise schauen wir einfach mal, wie es läuft. An und für sich ist das, wie gesagt, ein Key, den ich sehr, sehr gerne spiele, da er einfach sehr, sehr schnell geht. In Sachen Upgrades ist jetzt hier gar nicht mal so krass viel für mich dabei. Es sind halt alles leider sehr spezifische Slots, die ich jetzt noch bräuchte. Und genauso gehe ich mal stark davon aus, dass mir hier vor allem der Magier und wahrscheinlich auch Rotti ziemlich die Hosen ausziehen werden in dieser Inni. Deswegen erkläre ich mich jetzt einfach mal bereit dazu und mache die Explosives. Und ja, ich könnte dazu ein Mouse-Over-Makro nehmen, aber das ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht, beziehungsweise für mich persönlich macht das jetzt auf dem, bei den Keys keinen so krassen Unterschied. Von daher mache ich einfach so jetzt. Wofür ich einen Mouse-Over? Diese Fischstäbchen erwische ich manchmal nicht mal richtig. Da wäre es vielleicht nie so schlecht. Ja, mittlerweile hat mich auch der Tank überholt. Sehr gut. Eule ist einfach immer wieder ein Genuss. Wäre der Mage nicht gestorben in dem Pull, muss man dazu auch sagen, hätte er hier halt richtig aufgeräumt, gehe ich davon aus. Beim nächsten Pull habe ich wieder CDs, aber er wahrscheinlich auch. Fire Mage und so. Und da bin ich mal gespannt. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns dann da gegenseitig etwas den Damage mopsen. Beziehungsweise keiner so richtig das rausblasten kann, was er vielleicht regulär könnte. Aber gut, schauen wir mal. Weiter geht's. Nächste Gruppe. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit jetzt. CDs sind ready. Toll, ausgerechnet jetzt habe ich den Proc von meinem Antumbra. Not good. Der Warrior beschwert sich, dass er geheilt wird, anstatt, meine Herren, man kann es auch übertreiben, ey. Als würde das jetzt hier so einen großen Unterschied machen. Komm jetzt. Oh, ich hasse sowas. Wenn sich dann an so Kleinigkeiten aufhält, weiß ich nicht. Ich finde, das stört halt immer mehr, als es letzten Endes was bringt. Zumal wir halt hier nach, beziehungsweise nach diesem ganzen Murloc-Gebiet, ja eh nicht mehr wirklich Trash haben werden, wo das richtig relevant wird. Also, wir haben schon noch Trash, aber ich sag mal, die dicksten Pulls sind dann halt rum, ne? Der Pull war jetzt auch nicht so super nice. Der hätte mir eigentlich auch, das ist so ein Fall, weswegen ich auch immer sage, Ventier Eule macht sehr, sehr viel Sinn, das mit einer Gruppe zu spielen, wo man im TS hängt.
Weil zum Beispiel das war jetzt so ein Fall, ich hatte CDs, der Mage hatte CDs, wir haben uns auf die Gruppen gegenseitig ein bisschen den Damage weggemopst. Und da hättest du sogar sagen können, wir pullen drei Gruppen. Locker. Es wäre dann zwar hinten raus, vielleicht, wenn jemand aus Versehen gebolstert geworden wäre, hätte es ein bisschen eklig sein können. Aber trotzdem, wir hatten da so viel Schaden und das wäre noch viel, viel weiter angestiegen, hätten wir da mehr zusammengepullt. Hat man ja am Anfang gesehen, was der Magier da rausblasten konnte. gut, zwar mit Kampfrausch, aber trotzdem 100, was waren es? 180, 190 kDPS. Ist schon mal nicht so schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. So, dann schauen wir jetzt mal, was beim Boss drin ist. Wir haben 7 Stacks, 14% mehr Haste, macht insgesamt 48. Es gibt ein BL. Also da können wir jetzt höchstwahrscheinlich richtig einen rausballern. So. Gleich kommen noch die Trinkets oder das Trinket wieder ab. Das erste Siegel, das ist gut. So, dann können wir jetzt hier richtig einen reinblasten. Und was haben wir? Ja, könnte besser sein. War nicht schlecht, aber war auch nicht super nice. Aber immerhin dürfte der Boss so ziemlich schnell fallen. 38% in der ersten Phase, das ist schon mal ganz in Ordnung, würde ich sagen. Und den sollten wir jetzt auch auf jeden Fall runterkriegen, bevor er dann noch irgendwas castet oder nochmal sein Schild da bekommt. Das meinte ich, nicht casten. Dann knallen wir noch die Kleinen hier weg. Passt. Und weg damit. Passt. Das war's. 1 Minute 43, das ist ganz gut. Hackenschwanz, jetzt haben wir halt keinen Kampfrausch mehr. Der könnte nochmal eklig werden, aber sollte eigentlich trotzdem ganz gut gehen mit dem Damage, den wir haben. Ich hatte mich jetzt auch bewusst bei dem Boss dagegen entschieden, bei dem Trash bewusst dagegen entschieden, Cooldowns zu ziehen in irgendeiner Form. Die anderen beiden haben den ziemlich weggeschmolzen und mir war es jetzt ehrlich gesagt wichtiger, direkt für den Boss-Pull Cooldowns zu haben, damit wir den möglichst schnell umblasten können. Ich denke, das wird, oder das heißt, das wird, das ist hier ein bisschen wichtiger, oder der Trash ist nicht so tricky wie vielleicht der Boss. Allerdings auch ohne Kampfrausch schmilzt er direkt mal runter auf 50%. Das ist auch ziemlich, ziemlich stark. Und da merkt man halt auch wieder, Single-Target-Boss ist Eule im Plus echt nicht schlecht. Aber halt dieses dazwischen, ne? Wie der Fire-Mage. Ich weiß jetzt nicht, ob er Nightfee ist. Aber er kann halt gefühlt jedes Pack oder jedes zweite seine Combustion mit reinziehen. Plus dann noch PI, wenn ich da daneben stehe mit meinen 3-Minuten-CDs und mir denke, joa, ich will auch. Das ist dann halt schon ein bisschen doof. Deswegen hätte ich da zum Beispiel cooler gefunden, wäre dieses ganze Paktsystem etwas mehr gebalanced gewesen, sodass man nicht unbedingt Ventier spielen müsste. Es macht halt overall deutlich am meisten Schaden, aber dass du halt so eine 3-Minuten-Klasse bist und da fast deinen gesamten Schaden drin machst oder sehr viel deines Schadens, das ist dann halt schon ein bisschen nervig. Also wenn man sieht, wie viel Item-Level hat der? 295, ich 288. Am Boss kann ich problemlos mithalten. Über die gesamte Ini zieht er mir halt knallhart die Hosen aus, ne? So, wir gehen in die letzte Phase gleich rein beim Boss.
Mal gucken, ob wir da noch ordentlich was rauszwiebeln können oder nicht. Kampfrausch sollte auch gleich... Oh ja, da ist Kampfrausch und dementsprechend Abfahrt, ne? Gucken wir mal. Jetzt bloß nicht kicken lassen hier, hochnocken lassen, whatever. Und da ist der Proc von meinem Trink... von meiner Waffe, nicht Trinket. Das war nicht so cool. Das war nicht so juicy. Leider. Hätte ich noch einen Moment warten sollen, weil ich auch meinen Zorn der Lune nicht ready hatte. Aber gut, was willst du machen? Hilft nichts, jetzt zu lamentieren. Ja. Können auch einfach sagen, ich hatte kein PI, ne? Und deswegen ging das nicht. Und ja. So, einmal Zwischenphase werden wir noch haben. Widersetzt euch und werdet ausgelöscht. Widersetzt euch und werdet ausgelöscht. Heilen wir mal ein bisschen mit. Könnt ihr wagen, mich zu unterbrechen? Um es vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. So, 20% noch, ansonsten wirklich sehr, sehr smoother Run. Wir hatten jetzt nicht mehr so super viel Zeit auf der Uhr, aber, weiß nicht, ich hatte jetzt nie zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, dass der Run in Gefahr wäre oder sonstiger Krams. Also das lief alles sehr, sehr geschmeidig. Damit danke an alle, die dabei waren. Danke an alle, die zugesehen haben. 1722, wow, 100 Wertungen hat das gegeben. Und natürlich wieder kein Item. Aber gut, damit danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Damit bis zum nächsten Video und reingehauen.